Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder ein kleines Kisten-Opening machen. Ich habe nämlich wieder zwei Kisten vorbereitet und zwar eine 15er ja, Mythic Plus Kiste und dann waren wir letzte Woche auch noch ein bisschen fleißig, ein bisschen Arena gespielt, haben auch noch eine PvP-Kiste und ich hoffe, dass ich ein krasses Item rauskriege. Am allerliebsten wäre mir ein Trinket und zwar dieses hier, was ich hier habe, dieses Fernleitgerät. Aber auf 475, das würde ich nämlich für PvP brauchen. Und deswegen stellen wir hier auf Wildheit um, das haben wir auch schon, perfekt. Oder irgendwas Krasses mit Mastery und Versa, das wäre auch gut. Was haben wir dann? Handgelenke, das ist in keinem Fall gut. Crit und Versa und Tempo. Nee. Nee. Das haut mich jetzt nicht vor den Socken, aber ich habe zumindest 1500 Echos und wichtig, 2150 Titanresidium gekriegt. Ich würde mir nämlich ganz gern noch ein Item für Titanresidium kaufen. Das kostet dann aber halt leider 20.000 und dementsprechend, ja, muss ich noch ein bisschen sparen. Aber die Handgelenke, die kannst du leider die Hasen geben. Das Ding werde ich in keinem Spec brauchen, sowohl im Feral als auch im Tank-Spec nicht. Versa Crit ist halt leider nicht ganz so geil. Ich brauche eigentlich Crit gar nicht. Gut, egal, da haben wir schon mal nichts gekriegt. Dann schauen wir noch hier in die PvP-Kiste rein. Drückt mir die Daumen, Leute. Dass da was Krasses drin ist. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Naja, es waren zumindest 1100 Nyalotha-Abzeichen drin. Also die beiden Kisten waren wieder ein kompletter Reinfall. Glaube, das Ding kann ich so wie es ist einmal scrappen. Da habe ich, glaube ich, schon ein besseres auf der Bank liegen. Und das Ding hier, keine Ahnung, vielleicht wenn ich irgendwann mal Eule spielen sollte oder sowas oder Heiler. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das kann ich auch so wie es ist weghauen. Das hat auch leider keine guten Stats und auch keine gute Corruption. Ja gut, bei mir war das mal wieder eine Nullnummer. Wir haben zumindest ein paar Punkte wieder hochgekriegt. Die Echos, die können wir auch brauchen, um dementsprechend dann Corruptions für meine verschiedenen Gears kaufen zu können. Aber gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so drin hattet. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Opening wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.